Seite abgeliefert. Ja, und jetzt geht's auf Nuke. Beide Teams auf Nuke gar nicht so schlecht. Also da dürfen wir wirklich gespannt sein, wie vor allem Euronix Gaming sich nach dieser CT-Seite von Inferno, nach diesem Crushing fühlt. Also wenn wir von Eis sprechen an diesem heißen Tag, müssen wir natürlich auch auf Crushed Eis kommen. Und Euronix Gaming ist gerade meiner Meinung nach Crushed Eis durch und durch. Ja, wir sind schon mal im Spiel. Ihr seht alle Leute da. Die Knife Round dürfte auch in wenigen Minuten starten. Wie immer geht das bei uns hier ruckzuck. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen, dass es irgendwie viel Delay gibt. So, und also man muss auch mal sagen, Syrson, nicht nur mit der AWP, auch diese P250-Aktion, die wir da gesehen haben, war schon insane. Das war wirklich, ich kann es nicht in Worte fassen, wie stark Syrson aktuell spielt. Und vor allem, ich meine, beginnt er die Runde nicht sogar mit zwei Verschossenen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine, warte, das war eine andere, Er verschießt erst zweimal, dann wird vorgeflasht und er macht irgendwie blind noch diesen No-Scope-Shot, weil er weiß, er wird gerade gepusht. Ach so, das ja, das war eine andere Runde, genau. Da hat Kito nämlich den Doppelkill gemacht, als er draufging, genau. Da ist Syrson, ich dachte so, was macht Syrson denn? Da hat doch die AWP. Warum geht er denn durch die Smoke in die City Base? Das hat in meinem Kopf null Sinn ergeben, aber irgendwie war es genau der Moment oder genau dieses Ding, womit Euronix Gaming dann echt nicht gerechnet hat. Und Euronix Gaming eigentlich auch ein Team, das an viele Kleinigkeiten in solchen Runden denkt. So. Da wird wieder freundlich gechattet. Ja, ich kenn's ja nicht anders. Und die Knife Round geht los. Früher immer eine kleine Vorentscheidung auf Nuke gewesen. Alternate Attacks hat jetzt sogar die Seitenwahl. Ich nehme an, sie swappen. Das ist der Fall. Ich sehe auch gerade, wir haben keine HP-Anzeige. Ich hab wieder nichts gemacht, ne? Außer diese schicke neue Kamerafahrt. Ja. Geil. Ja? Weil ich habe noch ein paar Kamerafahrten, die auf die alte Nuke angepasst waren. Und müsste mich eigentlich einfach nur mal hinsetzen und ein paar neue machen. Mache ich aber nicht. Okay, los geht's mit der Pistol Round. Ihr gebt noch mal ein bisschen Gas im Chat, macht mal ein bisschen Stimmung für Euronix Gaming und Alternate Attacks. Denn es geht in die zweite Map an diesem ersten Spieltag. 1:0 ist Attacks in Führung. Und Euronix Gaming möchte auf ihrem Map-Pick zumindest das Schlimmste verhindern und noch das 1:1 rausholen. Also ich möchte auf jeden Fall nicht mit einem 2:0 den ersten Spieltag starten. Mit dem kleinen Handicap dann, auch wenn es Attacks war. So, Crispy und Co. Rampe durch. Hunden. Erstmal runter. Oh, und jetzt aber hier. Oh, und Console. Verschießt den ersten, kann er für den zweiten, jetzt den dritten macht er auch noch. Okay, also starke zwei Shots von ihm. Obwohl er da erst veraimt hat und auch die Rotation von Attex interessant zu dritt Richtung Secret unten. Und ja, was wird hier denn gerade bitte reingedönert? Ich komme mir vor wie in Berlin beim Kristalldöner. Kazuya, der hat keine Chance mehr. Der Wendt ist nicht mehr für ihn da. Nee. Und dann holt ihn Kito auch noch zu Z. Es läuft alles gegen sie, was gegen sie laufen kann. Aber muss man auch mal sagen, Console, ganz starke Shots da, auch wenn der erste vorbeigeht, das in den Rücken schießen oder von hinten in den Kopf schießen. Das ist eh das Schwerste. Boah, ist echt das Schwerste in CS. Auch wenn es jetzt ein bisschen konstanter geworden ist durch das Hitbox-Update, das es da gab, aber es ist immer noch eine verdammte Sauerei, dass die Leute da rumlaufen wie Quasimodo zu seinen besten Zeiten. Eher zu seinen schlechtesten. Der gelegte Bomber heißt für sie, sie haben trotzdem zwei Deagles geholt und Hunden und Sison und Steffen bedanken sich dafür erstmal, dass sie sich da so schön auf dem Präsentierteller zeigen. Bringen das Ganze flawless durch. Boah. Ohne große Anstrengung, würde ich schon fast sagen. Ja, tatsächlich. Es wird jetzt auch die AKs auf die AKs gegangen. Also sie hätten auf jeden Fall mehr Granaten haben können, wenn sie die Deagles nicht gekauft hätten. Und wir wissen jetzt im Nachhinein ja auch, dass sich die Deagles nicht gelohnt haben. Aber im Nachhinein, ne? Naja, so. Im Nachhinein. Ah, den Molotov wieder absichtlich geworfen, um die Smoke da zu denyen. Also, dass da eine Lücke in der Smoke ist. Natürlich fies, aber ein Mittel, das wir kennen. Und bei dem Bang hat Stefan 6 Damage verteilt. Also lohnt sich eigentlich nicht, da seine Kugeln reinzuhauen. Headshots, ja, die lohnen sich immer. Auch durch Metallwände.
So, Faven. 8 HP. Ich hab gar nicht genau mitbekommen, wie er die kassiert hat. Und Kito auch mit der XM. Kleine Aim-Probleme hier bei Stefan. Und Hunden mit den 5 HP. Der Move aber ist gesehen worden. Was? Er kriegt den Frag noch? Geht dann im Prefire rum, weil er denkt, er selbst wird geprefired. Hätte er das ruhiger ausgespielt, hätte es geklappt. Aber ganz schwer einzuschätzen für ihn in der Situation. Und irgendwie ist da sehr viel Chaos aus. Also Euronics Gaming kommt da mit der Bombe unten durch. Stefan hat hier immer noch die Kontrolle, aber ein Spieler steht auch im Schacht. Das heißt, sie können Stefan jetzt doppelt pieken. Kito an der Pommes. Auf dem Radar einfach nur ein Klumpen Punkte, den man nicht auseinanderhalten kann. Also es geht echt gar nicht. Da könnte jeder über jemanden stehen und... Ja. Und da ist es, das müsste der Doppelpeak gewesen sein. Erzwingen den Frag, aber da ist noch jemand im Schacht. Oh, das ist gesehen worden. Und Crispy wird dann trotzdem geholt und der hatte die Bombe. Kito sogar mit der XM da nochmal erfolgreich. Dann Syrson, der zweite mit der Scout. Cressy, der kriegt einen einfachen Schuss gegen Console. Jetzt ein One-on-Two. Und Syrson weiß gerade nicht, wo ihm der Kopf steht. Dreht sich da wirklich komplett im Kreis. Am Ende weiß er, wo der Kopf von Cressy steht. Sauberer Schuss und schönes 3K von Syrson hier zum 3:0 für Alternate Attacks. Das war's mit der ersten Waffenrunde von Euronics Gaming. Ja, also... Also was da teilweise draußen wird für Shots gedrückt wurden, Hunden da mit seinen 5 HP, geht dann straight um die Ecke rum, Faven überlebt das da mit 6 HP. War wieder pures Chaos gefühlt. Und Stefan versucht jetzt hier von dem Bang gegen Cressy, der das da mit knappen 3 HP dann noch irgendwie überlebend rausschafft aus der Tür. Ich frage mich auch, wie dieser Überlebenskünstler das da geschafft hat. Es aber geht, Outs- es geht. Ja, ja, es geht, wir haben es gesehen. Das ist so ein Beer Grills Typ. Aber erwischt es auch den irgendwann so wie Kazuya? Ne, Cressy war es, glaube ich, ne? Cressy war's. Ja, es war Cressy. Okay, 4:0. Natürlich die ganzen Waffenrunden jetzt ein Stückchen nach vorne geschoben. Heißt für Attex, dass der Kampf ein bisschen härter wird. Euronics Gaming jetzt schon am Kaufen. Und gerade die Außenkontrolle von Euronics hat mir nicht gefallen in der ersten Waffenrunde. Also wenn sie da weiter mit außen, wenn sie weiter außen spielen wollen, müssen wir dann etwas saubereres Spiel spielen. Aber jetzt wissen sie auch, da wird der Molotow geworfen, um die Smokes zu verhindern. Guter Schuss von Syrson. Gutes Timing da. Als wäre es das einfachste der Welt, ne? Ja. Ich würde den halt in 11 von 10 Fällen verschießen. Ich in 12. Jitko wahrscheinlich in 13. Grüße gehen raus. Du wolltest einfach direkt geholt werden, der könnte gar nicht schießen. Ja. Headshot. So, aber oh, Crispy. Der Return Break an der Rampe. So, Syrson wehrt sich da nochmal, Stefan auch. Bombe down. Und Syrson macht da weiter. Ich habe halt auch nicht gerafft, was der Autodirektor da von uns wollte, aber okay. 15 er macht, was er will. Für Attex muss man sich jetzt langsam Sorgen machen um Euronics Gaming hier. 0 Kills bei Faven, 0 Kills bei Kazuya und Faven mit 0, das sehe ich nicht gerne. Ne, der war auch gerade auf Inferno noch nicht so wirklich on point. Muss vielleicht erst wieder in den Flow der Season reinkommen. Ja, wahrscheinlich. Hat vielleicht auch schlecht gegessen, zu warm für ihn. Ja. So, Cressy hier, ist dem zu warm. Was? Boah, das ist aber auch hart. Ja. So, ihr seht auch immer wieder, wie Syrson und Co. außen etwas aktiver reinschießen. Oh, Syrson lässt sich aber auch nicht vernaschen. Guter Schuss auf Kazuya. So, und Mirbit kommt auch nicht mal die Main rein. Genau an der Linie gestoppt worden. Crispy down. Vielleicht kriegt Faven ja noch irgendwie Lucky einen Schuss hin, sodass er jetzt zumindest mal einen Frag auf dem Scoreboard hat. Aber Attack spielt hier gerade sehr selbstbewusst, sehr gut. Und bisher sehe ich da auch noch nichts zusammenlaufen bei Euronics Gaming. Also mal eine gute Rampe-Aktion, aber es wird auch gut rotiert von Alternate Attacks. Ja, auch mit der fehlenden Outside-Kontrolle, die sie da gut spielen. Faven jetzt hier aber nochmal am Server angekommen, hallo! Was für ein schöner Schuss. Ja, das schmeckt ihm aber. Ja, das jetzt hier. Boah. Ja, geht, wenn er so einen Schuss trifft, sieht das natürlich krass aus. Das eigentlich krasse ist, dass er zwei Leute sieht und wieder reinkommt, versucht er halt noch mehr Damage zu machen. Ich meine, das ist okay, guter Versuch. Aber es bleibt beim 6:0 für Alternate Attacks.
Euronics Gaming kann jetzt wieder kaufen. Kazuya nimmt auch mal die AWP, will es anscheinend mit Syrson aufnehmen. Aber eventuell ist Syrson eine Nummer zu groß für Kazuya. Ich meine, Kazuya keine schlechte AWP, aber Syrson ist aktuell in bestechender Form. Auf jeden Fall. Und ich wollte gerade noch sagen, Outside sehen sie zwar momentan noch nicht so gut aus, aber ESG kann einfach aus dieser Lücke im System noch keinen Profit schlagen. Geht jetzt mal mit 3 Mann auf Sido hoch, Möbelt mit dem First Strike gegen Hunden. Jetzt aber mal, auf geht's, Euronics. Wo sind denn die Euronics-Fans im Chat? Sind alle am Weinen. Keiner da. So, Console von der Rampe weg. Null Rampe-Kontrolle, Kito hier oben. Aber das machen sie jetzt bewusst, weil sie jetzt eben eher auf den Block außen gehen. Und Kazuya ist da gesehen worden. Oh, wow, wow. Seht ihr das an, wie Syrson da piekt? Was der für ein Gefühl dafür hat. Aber währenddessen gehen sie außen vor, haben sich Console noch geschnappt. Und jetzt geht's halt an die großen Namen hier. Kito, Syrson, Stefan. Aber Stefan auch nur mit 2 AP. Die Flash hat überhaupt nicht funktioniert für Faven. Da zieht noch ein zweiter rein. Zum Glück kann Crispy das verwandeln. Die sind jetzt low AP. Stefan könnte hier gespottet werden. Hat sich der aber vor dem Schild versteckt. Da kommt jetzt noch eine Flash und er zieht dann rum, aber schaut nicht hin. Und Syrson ist im 1 gegen 3. Den ersten hat er schon gemacht. Den Molotov nach oben. Und jetzt pusht er die Bombe. Wechselt währenddessen noch die Waffe. Holt den ersten. Boah, war das knapp. Er hätte Kazuya fast auch noch geholt. Was ein Move. Was für eine Awareness in dieser Situation von Syrson. Die AWP direkt zu droppen, auf der Deagle zu bleiben, den ersten Schuss zu setzen. Und eventuell am Ende noch mit der M4 eine bessere Waffe in der Hand zu haben. Aber es ist die erste Runde für Euronics Gaming. Aber hier ein sehr großes Reset-Potenzial gerade da. Der Kazuya, der da fast noch im Sprung da stirbt eigentlich. Also hat er Glück, dass er da nicht einen Tick mehr vom Molotov abkriegt. Das wäre es halt gewesen, ne? Das wäre halt so richtig... Hätte zum Spiel gepasst gerade. Ja. Aber ich will ja ein spannendes Spiel sehen hier und kein... Ja, normalerweise schon, aber... Da müssen sie uns das auch bieten, ne? Faven. Sie wollen das gleich jetzt nochmal machen. Man sieht ja auch schon, dass Outside jetzt ein bisschen anders gedeckt wird von Hunden. Der das eben gerade dann doch sehr aggressiv gespielt hat. Jetzt hier an der kleinen Box den defensiven Engel gewählt hat. Smokt sich da jetzt wahrscheinlich auch nochmal zu. Um dann auf der Leiter den besseren Engel zu wählen. Faven aber ihm einfach reinzuspringen. Oh, das war kein leichter Schuss. Und er kriegt unten auch noch den zweiten. Denn Faven hat da ordentlich gestraft in der Luft. Und boah, jetzt wird's halt wieder aufgeräumt. Also Kito versucht da, Cressy versucht da Timing auszunutzen. Kazuya außen noch mit dem zweiten. Da steht aber jetzt Syrson. Und Syrson gegen Kazuya. Eben war Kazuya da der Stärkere. Aber da ging es nicht unbedingt um die AWP. Kazuya jetzt... Last Man Standing und er wird wahrscheinlich hier, ja, da, gerade als der die Nate werfen will, ist Syrson da und holt ihn. 7:1, Brasil. Da geht's wieder los, im Chat wurde schon angekündigt und das jetzt natürlich hart. Euronics Gaming komplett resettet. Was kommt da noch? Da will man nicht in ihre Haut stecken momentan. Ja. Syrson nach 8 Runden auch schon 17 Kills. Das ist eine Maschine gerade. Kann doch nochmal Scoreboard für euch hier. 17. Ja, und da ist er wirklich am Carrying gerade. Oh, da sieht er verschießt auch nicht. Das gibt's einfach nicht. Auch da. Oh, die nächsten. Es passt aber auch perfekt hier. Und Crispy sagt: da laufe ich nicht nochmal rein. Nee. Der ist gerade schon groß genug mit seinen 19 Frags nach 8 Runden. Okay, sagen wir 9 Runden. Wenn es nicht noch mehr wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an ESG-Stelle würde ich irgendwie die Rampe schnell anspielen, wo sie ja, so nicht ist. Das ist kein Witz, das ist ein guter Call, weil die Rampe meistens nur solo gespielt wird. Euronics Gaming fast schon zu versteift auf die Außenkontrolle, die vorher aber auch extrem wichtig war für die T-Seite. Das ist interessant, dass es nicht erkannt wird und wahrscheinlich wird Etex in den nächsten Runden nochmal verstärkt darauf achten, dass an der Rampe am Anfang Molotov liegt. Ja, hier sogar den Laufweg über den Schacht auf dem Schirm. 8:1. Ich meine, es ist eine Eco, aber trotzdem, die Schüsse von Syrson sehen so sauber, so lecker aus. Gefällt mir. Richtig gut. Und außer gerade wenn man sein Peak-Verhalten mal ganz genau beobachtet, das ist so gut, so fehlerfrei schon fast. Das
Das ist schon echt ein sehr hohes Level, auf dem er da performt. Sie wollen hier wieder. Obwohl ja jetzt ein bisschen defensiver in der Outside. Kommen jetzt die Smokes rein, dass sie da eventuell mal runter können. Aber Syrsat steht einfach immer noch wie eine Bank. Ja, jetzt noch drei Molotov-Kills. An der genau richtigen Stelle. Was? Das ist halt durchgespielt. Das sind jetzt 22 ja. nach 10. Wir können auch jetzt AFK gehen. Am Ende ist er immer noch oben. Ja, ich meine, wir machen jetzt einfach die Syrsat POV draus. Also. Boah. Was ist mit ihm gerade, bitte? Ja, der muss was irgendwas im Müsli gehabt haben. Ja, erst JDC. Dann ja, Syrsat. Die haben wahrscheinlich im gleichen Hotel gefrühstückt. Ja. Und Aronix Gaming ja aktuell sogar im Bootcamp. Die werden sich gegenseitig erstmal anschauen und fragen, was hier gerade los. Und jetzt interessante Pose von Syrsat, der über den B-Spot die nach außen erstmal vorgeht. Also komplett andere Pose jetzt. Mhm. Ja, Syrsat gerade auch mit einer KD von 22. Oder sind dann nächsten 23. Machen wir 23 draus. Ach Mann. Aber mit dem nächsten Dev von ihm, da wird das halbiert. Ja, das ist schon bitter. Direkt Kick. So, diesmal sind die Rampe durchgekommen. Ihr seht Syrsat schon unten. Der ist immer da, wo die Party ist. Das ist das Partyradar in Syrsats Kopf. So, Faven. Ach, guck mal, wie sie da aber auch abwarten. Ich weiß nicht, ob Aronix jetzt gerade Angst hat oder dass sie wissen, dass sie unten vorsichtig sein müssen. Console hier, gute Position. Leichter erster Frag, die Bombe schon gesehen. Er kriegt aber noch einen zweiten. Der Refrag wartet da wieder zu lange. Syrsat, KD von 24. So, und einer bleibt noch übrig. Ja. Und das ist wie häufig in dieser Partie gerade Kazuya. Er schickt sie alle vor. Teammate-Verkäufer Nummer 1, ja, und da geht der No-Scope-Shot daneben. Was ist hier gerade los? 24 Kills, 11 Runden Pause. Gespielt. Also man muss ja sagen, das ist so, glaube ich, so eine Mischung aus Respekt und Angst gerade von ESG. Der Angst auch selbst einen Fehler zu machen. Ja. Ne? Dann nehmen sie Rampe-Kontrolle, sind dabei laut. Der Gegner weiß, dass sie runtergehen, dann spielen sie trotzdem nochmal einen Rampe-Contact-Go. Anstatt vielleicht erstmal irgendwie Richtung Hell zu agieren. Aber sie haben halt so viel Angst davor, dass Syrsat, der in der Mech-Halle steht, vielleicht von Hell anzielt. Das heißt, sie wollen nicht in Syrsat reinrennen. Und auf einmal gehen sie runter, Console macht 2. Und wer guckt unten aus der Doppeltür raus? Ja, Syrsat, der alte Kuckuck, ne? Also, ja, das gibt's ja gar nicht. Der zweite bei Etex ist Hunden mit 10 Kills. Ja, das also. Und Console lässt arbeiten. Hat, glaube ich, gerade 2 Kills gemacht. Also hat gerade seine Kills verdoppelt. Ja. Ich meine, wir lachen, aber für Aronix ist das hart. Ja, das ist richtig hart, das weil sie wissen auch nicht, was sie machen sollen. Genau. Weil du sagst es, egal was sie machen, Syrsat ist schon wieder da. Aber jetzt die Ansage. Jetzt kommt schnell in die Halle. Rush-Piece zu kablieren. Naja, vielleicht schnell in die Halle, weil Syrsat steht ja entweder außen und zielt ab oder geht dann runter. Einmal stand aber tatsächlich in der Main und hat den Türspieler direkt geholt. Ja, also ist wirklich überall. Also ist jetzt wieder Standard draußen. Und Molotov gut getimed hier. Nicht erst Peak oder geht einfach die Smoke durch. Ja, da wollte aber auch sterben gehen. Aber ich bitte dich, was war das gerade bitte für ein Leroy Jenkins? Ja, das war. Ich brauche jetzt 2 Deaths, Leute. Das geht so nicht weiter. Aber dann. Stefan, aber. Ja. Es ist ja nicht so, dass die anderen nichts machen. Ich glaube, Syrsat wollte einfach mal eine neue AWP kaufen. Die andere war abgeranzt, die hatte schon zu viele. Wurde die gerade eben auch noch gelegt? Ich glaube, ja, die haben sie mitgebracht. Oh Mann. Das dürfte seine sein. Wir gucken gerade mal. Das ist ja auch die goldene, also 24-1. Ja. Ist jetzt halt 24-2, aber es ist seine. Tür aufgenadet von Etex. Detail, ne? Normal macht das die T-Seite. Und da geht. Ja, Syrsat vielleicht jetzt zu sehr im Tunnel. Ab 24 Kills lässt die Konzentration anscheinend nach.
Ich weiß nicht, also. Er möchte auch mal ESG eine Chance geben, wenigstens. Finde ich schon fair. Ja, aber hier könnte jetzt eine zweite Runde entstehen, weil auch Kito da vielleicht ein bisschen zu viel wollte. Aber ich meine, wenn Sison dir alles klaut, dann musst du dir auch deine Süßigkeiten suchen gehen. Aber manchmal isst man halt ein bisschen zu viel. Und hat Bauchweh. So, Stefan. Sein Push passt, aber ja, hat Damage bekommen. Kommt aber nochmal zurück. Und da sehen wir nochmal, ganz stark ist nämlich jetzt die Position auf der Main geworden. Mit der Deckung, die da oben drauf ist, kann man da sehr gut gegen die Außenspieler arbeiten. Konsole jetzt auch mal bekannt. Und da haben wir doch nochmal ein zweites Ründchen für Euronics Gaming. Hat Attex, ihr wisst es aber alle, nur gemacht, um die jetzt zu resetten. Natürlich. Natürlich. Nein. Und Kito Kaut, das war die Krieg. Das. Hat er. Die Aug. Die Aug. Die Krieg ist ja auf der Entschuldigung, Tierseite. Entschuldigung. Direkt aber raus hier. Da ist die Tür. Okay. Hat sie verkauft? Ja. Aber die haben halt auch so viel Geld, dass es vollkommen egal ist. Es ist halt einfach krass. Ich bin. Nicht unbedingt sprachlos, weil Sison ist ja natürlich eine tolle Show liefert, aber etwas überrascht, dass es wirklich so einseitig aussieht. Und dass es hier 2-0 für Attex werden könnte. Also ich hätte hier tatsächlich eher Euronics auf dem Schirm gehabt, aber vielleicht unterstreicht das auch nochmal den etwas schwachen Start in der ESEA Mountain Dew League bei Euronics Gaming. Faven wartet jetzt hier auf die Smoke. Warum ist da jetzt kein Spieler auf der Main? Aber der Winkel, den Hunden da auch wählt, der ist für die Main nicht wirklich einsehbar. Ja, mal, gut, der Molotov auch nochmal, um Faven da zurück zu deren Flash war nicht optimal. Möbet da überhaupt nicht blind gewesen. Naja, er musste sich schon bewegen. Also sie war schon gut. Ja, gut. Aber stark geschossen von mir, bitte. Ich denke, da muss Hunden auch nicht so lange im Duell bleiben. Aber der Doppelkill von Stefan. Auch hier wieder auf die Kante. So extrem schnell die Frags. Erst der Peak von Crispy und der Follow-up. Da kommt er. Der passt da mit nochmal ein 2-on-2. Sison aber Sison lebt noch. Ja, da sagst du was. Sison direkt leise den Catwalk hoch. Easy Frag gegen die Main. Warum, ja, warum man da nicht eine Position an der Tür oder eine Pommes wählt, weiß ich jetzt nicht genau. Tür wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber Sison geht down. One-on-one, Cressy gegen Console. Und Console geht erstmal auf die Pommes hoch. Ungewöhnliche Position und das funktioniert. Die 12. Runde für Alternate Attacks. Und wenig Geld. Ja, es geht. Also es könnte schlechter aussehen auf Seiten von Euronics Gaming. Der Bombenplant hat nochmal ein bisschen geholfen. Es wird nochmal eine recht ordentliche Runde für ESG werden. Aber trotzdem, 3 Runden sind jetzt das Maximum, das sie erreichen können. Und im schlimmsten Fall wird es ein 13-2. Also Alternate Attex serviert sich das 2-0 hier gerade selbst. Ja, dann kommt auf jeden Fall alles auf die Pistol Round an. Wenn sie die verlieren dann auch noch, dann wird es richtig dunkel. Ja. Ja, und Attex hat knackige, gut ausgespielte Pistol Rounds, das haben wir schon gesehen. Hier ist Cressy in den Schach gekommen. Ah, Sison, irgendwie ist auf einmal das Momentum aber auch komplett im Keller bei ihm. Ja, der macht hier gar nichts mehr irgendwie. Ja. Hat er immer noch? Ja, 25, okay, na gut. Aber ich meine, 25 in einer Halbzeit kann man mal machen. Ja, manche machen so viel Kills in 2 Games. So, sprichst du hier von Mipu? Das hast du jetzt gesagt. Ja. So, Faven. Ja, Ziel. Ja, da schnappen sie sich Hunden hinten. Haben wir ja immer noch Cressy, auf den sie vertrauen können. Sehr schöner Doppelpeak gegen Stefan. Man sieht, wie Euronics auch vielleicht etwas spät, aber sie haben drauf reagiert, auf Stefan an der Main, dass sie da diesen Doppelpeak dann am Ende noch raushauen. Console wird da unten erwartet. Ja, und da wird Cressy am Ende nochmal seinen dritten Kill machen können. Schöner Hattrick von ihm. 12-3, also Euronics Gaming betreibt etwas Scoreboard-Kosmetik, aber mehr ist das auch nicht. 12 CT-Runden sieht ungefähr so aus wie ganz früher auf Nuke, aber tatsächlich ist Nuke bei weitem nicht mehr so CT-lastig, wie sich das hier meiner Meinung nach gerade darstellt. Euronics Gaming, vielleicht etwas zu viel gespielt. Das wirkt ein bisschen so, als wäre die Luft raus und dass auch die Ansagen nicht mehr so fresh sind und so gut kommen. Gerade das Rampenspiel hat mir da ein bisschen gefehlt, dass man da viel mehr mit Hell arbeitet, dadurch vielleicht ein bisschen Raum außen schafft. Also Rampe arbeiten bedeutet eben auch, einen Spieler von außen gerne mal Richtung Hell zu schicken auf der CT-Seite.
So, jetzt kommt auf jeden Fall erstmal der Outside. Push würde ich schon fast sagen. Die Smoke von unten kommt auch gut rein, dass man da ein bisschen Sichtschutz hat. Jetzt geht's hier einfach runter. Man muss jetzt hier schauen, dass man da doch den Schacht nochmal hochgeht anscheinend. Oh echt, die Bombe geht hoch? Glaube ja. Nein, die Bombe ist hier unten an der Tür. Ah, okay. Zwei Leute da gefangen. Oh, aber da stehen sie halt zu zweit. Kito, ah, die kommen noch von der Seite, das zum Laufen wird schwer, aber Stefan steht noch dabei. Mir wird aus der Ecke noch ein Frag gemacht, der Molotow. Wo auch immer der gerade herkam, war goldrichtig und immer noch schiebt keiner über den Schacht. Sie dachten, Oronix haut da noch ein paar Leute mehr hinterher. Aber tatsächlich ist die Rotation für die CTs deutlich schwieriger geworden mit der Schachtveränderung. Müssen jetzt die weiteren Wege über Secret oder Rampe wählen, um dann guten Blick Richtung Bombe zu haben. Und da der Sprung raus. Sehr gute Aktion von Kito. Starker Move. Belohnt sich mit dem zweiten. Die USP liegt hinten im Darkness. Ist ein 1 gegen 2 für Crispy. Und der kommt jetzt noch hier über die Doppeltür. Die machen sie erstmal zu. Nochmal auf. Und dann springen sie beide rein. Wie bitte? Sie laufen einfach gemeinsam vor. Der erste springt immer durch. Und das ist meistens ein gutes Mittel. Einfach gemeinsam fighten. Und so hat Attex auch diese Pistol Round gewonnen. Es kommt die Pause von Alternate Attex. Und die werden wir höchstwahrscheinlich nur machen, damit Oronix Gaming sich nochmal ihrer misslichen Lage deutlich bewusst wird. Ja, auf jeden Fall. Weil ich hätte gerade echt den Call gewünscht, dass sie da eventuell nicht unten... Sie haben zwar die Runde geholt, aber sie hätten auch ruhig nochmal den Schacht hochgehen können, da alle Spieler von ESG einfach über die Rampe verschoben sind. Mhm. Und der Spot oben wäre einfach frei gewesen. Aber auch so haben sie Runde geholt, wenn auch ein bisschen knapp. Ja, aber es ist auch wieder die Art und Weise. Sie verlieren eigentlich die Kontrolle über die Situation, sind in der Unterzahlsituation und sagen dann am Ende, hey, du gehst aus der Tür raus, ich schieße das Fenster aus und springe hinterher und hol mir den im Dark und du lenkst an der Tür einfach nur ab. Und Kito liefert auch. Ja? Er macht ja die Frags an der Stelle und sie verlieren nicht mal einen Spieler in der Aktion, wo sie in 2 gegen 2 reingehen, wo der Gegner im Normalfall bessere Positionen hat. Aber dadurch, dass du aktiv spielst, hast du die Situation eben wieder unter Kontrolle. So, Sürson, wird das hier noch die 30 oder nicht? Oh. Gerade mal gucken, 25 immer noch. Wir müssen noch mitzählen. Kito. Ja, und Konsol Sürson hat da Kill Nummer 26 gemacht. Zack, 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 eine Sekunde, drei Frags. Nur noch Mirbit und Kazuya. Und Kazuya steht schon unten im Schacht. Hat auch nur noch 15 HP, also wäre leicht zu traden. Der Damage ist ganz gut, den sie verteilt haben. Also wenn Kazuya hier gut schießt, kann er auch mit Low HP noch Kills machen. Aber guck mal, wie sie ihn reinlaufen lassen. Oh, die spielen gerade nur mit Oronix. Das ist ganz hoch. Das ist gerade ein Klassenunterschied, der eigentlich nicht da ist zwischen diesen beiden Teams. Auch nicht auf Nuke. Nee, also auf Nuke hätte ESG auf jeden Fall bessere Chancen eingerechnet. Vor allem auf jeden Fall knapperes Match. Aber dass sie da in der ersten Halbzeit 12 zu 3 direkt untergehen, jetzt hier bisher auch noch keinen Stich setzen können, das ist bitter. Ja, jetzt hier ein kleiner Flash-Move außen. Ja, Flash kommt da eigentlich zu spät. Keiner blind von Attex. Da liegt da vorne noch eine Smoke. Ja, zumindest Mirbit noch mit dem Frag. Ah, Sürson. Doppelkill an der Diegel. Guck mal, jetzt das Messer draußen. Einmal angeschlitzt, dann aber doch noch geholt worden. Sie wissen, wo Kazuya steht. Hier wird halt einfach nur noch reingejolot. Als würde die Spaghetti-Schüssel direkt vor der Tastatur stehen. 15. Runde, Attex. Eine noch auf dem Konto. Und bevor ihr sagt, Oronix Gaming gibt das Spiel hier höchstwahrscheinlich auf, dann kommt jetzt nochmal eine Waffenrunde mit vielen Granaten. In jedem Game unserer Liga gibt es Geld zu gewinnen. Ich habe die Werte jetzt nicht ganz im Kopf, aber der Sieger bekommt auf jeden Fall für ein Spiel einen Bonus. Und das ist eigentlich eine Sache, da lohnt es sich natürlich dann immer mitzumachen. Hier kommt ein schneller Halle-Go. Boah, unten Stefan, hier muss Faven jetzt natürlich mehr als einen. Vielleicht sogar mehr zwei machen, aber Crispy durch die Smoke nochmal zum 2-on-2. Die Halle-Kontrolle aber weg, der Schacht aufgeschossen. Wir gucken mal, Stefan geht tatsächlich nach unten und wird wahrscheinlich auch hinterm Silo dann direkt legen, weil sie haben ja den zweiten Spieler dann... Oh, sie zielen den Schacht da einfach ab und dann macht Sürson noch einen Kill. Spielen hier ein bisschen mit der Tür und am Ende wird es wahrscheinlich einfach so ein Bang durch die... Oh, was er hier macht, ey. Ne. Holy fuck, ey, Mann, das ist ja schon ein bisschen nervig. Weißt du, was, ne, das gerade ist? Nee. Luft zu fächern. Ja, und Sürson macht den No-Scope. Sürson macht den dann No-Scope. 30 Kills.
Und am Ende 16:3 gewinnt Alternate Attacks und damit insgesamt 2:0 hier am ersten Spieltag in der 99 Damage Liga. Und das ist natürlich ein Ergebnis, mit dem wir nicht gerettet hätten. 2:0 für Alternate Attacks und am Ende sogar so eine deutliche Map. Das ist natürlich auch für die Rundendifferenz eine ziemlich krasse Angelegenheit. Wir haben eigentlich alles zu dem Spiel gesagt. Es ist halt pure Dominanz von Etex gewesen. Auch diese Waffenrunde am Ende kann man eigentlich nur in Anführungszeichen setzen. So, jetzt haben wir natürlich wieder ein Interview mit euch, für euch Leute. Jetzt lass ich mal gucken. Ich habe natürlich nichts gemacht hier. Ich bin natürlich top vorbereitet. Wir haben Syrson als Interviewpartner. Und da haben wir genau den richtigen, ja, ich wollte schon sagen. Ne? Ja. Also, Syrson, da haben wir die Anzeige und wir gucken mal kurz auf dem Discord. Er ist noch nicht da. Hallo. Was ist denn hier los, Syrson? Das Spiel ist doch schon lange vorbei. Okay, also wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Etex, Titelfavorit? Definitiv nach dem Spiel, oder? Ja, also sehe ich genauso. Also was sie gerade gezeigt haben gegen den Titelverteidiger, muss man ja dazu sagen. Ja, ja. Das war schon eine kleine, eine große Demonstration, würde ich schon sagen. Sehr große. Also es ist ja nicht nur dieses Game auf Nuke gerade gewesen, sondern auch das Spiel, die T-Seite auf Inferno. Absolut krass. Und davor gab es ja sogar eine richtig solide T-Hälfte von Euronix Gaming mit 9 T-Runden auf Inferno. Also nach einer 9, du liegst 9-6 hinten und gewinnst das Ding am Ende dann, weil du 10 Runden in Folge auf der T-Seite von Info holst, dann hast du dir das 2-0 aber auch redlich verdient. So, wir warten immer noch, Leute. Wir versuchen es so lange wie möglich zu überbrücken. Ne? Vielleicht aber auch keine Lust. Ne? Nach der Performance einfach sagen, ich bin der King und dann abhauen. Ja. Glaube ich aber nicht. Ne? Das hat auch, vielleicht hat er es auch vor voller Euphorie einfach vergessen. Ja, ich frag Jörg einfach mal nach. Wo ist Syrson? So. Gerade Urinprobe am Abgeben, habe ich gerade gehört. Ja. Also, die wird dann per Luftpost nach Berlin direkt genau, geschickt. Genau, genau. Ne? Die muss überprüft werden, ja. Da haben wir unser eigenes Labor. da hockt der gute Pegasus drin. Ja. Ja. So, ich glaube, da wird gerade geschrieben, kurzen Moment, kein Ding. Pass auf, am Ende müssen wir mit Skars noch ein Interview machen. Oh, nee. Oh Gott. Nicht Manager. Mit dem. It's a Manager. Syrson denkt sich, nach dem Match ist schon alles gesagt. Das ist, also 26 in, was haben wir am Ende, 19, ne? Ist auch mal eine Ansage, aber es waren halt, glaube ich, 24 in 11. Ich weiß es nicht mehr genau, es war schon wirklich sehr gut, ne? Ja. Okay. So, Syrson muss aber Discord haltet beitreten. Euch fest, Syrson ist gerade dem Server beigetreten, also besser kann man ihn nicht begrüßen. Ja, das ist schon. Okay, also dann dürfte er ja gleich auch die Möglichkeit haben, in unseren Channel reinzukommen. Und dann hoffen wir, dass sein Discord funktioniert und er direkt mit uns sprechen kann. Das ist ja beim ersten Mal immer ein bisschen. Wisst ihr, was ich jetzt gerade mal mache? Pass mal auf. Jetzt kommt's. Ah, ich hab sogar schon Farbkorrektur drüber. Ich mach die Sättigung mal ein bisschen runter, wenn ich eh schon so rot bin. Ist doch nur wegen mir, oder? Ich werde da halt übelst grau, ne? Nee, es bringt nichts, Leute. Das sah schon eigentlich halbwegs gesund aus. Mir ist einfach nur übertrieben warm. So, Syrson schreibt. Switch mal eine. Geht ja, wie? Ich sehe ihn nicht. Kann man ihn hier irgendwie? Er braucht Rechte, damit er den Channel sehen kann. Ja, ja. Aber wir können ihm Rechte geben. Können wir? Ja, Ethernet, Etex, CSGO kannst du ihm geben. Oder soll ich geben? Niemand hat mir gesagt, dass ich das tun soll, deswegen mache ich das auch nicht. Ja, so sehe ich es auch. Am Ende kriege ich wieder nur Ärger, ne? Kommt Jörg mit der Route vorbei. Genau, wir warten hier gerade ab. Weil ich gerade sehe, guck mal, Syrson ist da. Oh. Und dann, jetzt Ruhe, Leute, der König ist da. Guten Tag. Warum habe ich dich gerade doppelt gehört? Hallo. Hallo, Syrson. Alles gut bei dir? Jo, bei euch? Auch gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ist nur ein bisschen warm. Wie sieht's bei dir temperaturmäßig gerade aus? Deswegen bin ich gerade spät. Ich musste alle Fenster aufmachen, sonst wäre ich hier ausgegangen hier oben im Zimmer. Okay. Ich hoffe, es zieht durch bei dir. Ja, es zieht gerade dort nicht durch, ja. Okay, das ist schön. Wo es auch durchgezogen ist durch den Kopf von Euronix Gaming auf Nuke.
Was ging bitte mit dir auf Nuke mit der AWP ab auf der CT-Seite? War es einfach nur ein guter Tag oder würdest du sagen Standard? Standard. Ich habe irgendwie mit gerechnet, wenn es gegen Euronix geht. Nee, sowas keine kommt. Ahnung. War einfach ganz normal. Okay. Ganz normal gespielt, wie immer. Und dann war das halt so, wie es jetzt gerade gelaufen ist. Okay. Denkst du auch einfach irgendwie das Momentum auf deiner Seite gehabt, weil du gefühlt immer an der richtigen Position warst? Wie bitte? Du hast gerade geleckt. Okay, sorry. Also Momentum irgendwie auf deiner Seite gewesen, weil du gefühlt immer an der richtigen Position warst? Das kann auch sein, also ich wusste ja eh, wie sie spielen und hab das halt so ein bisschen ausgenutzt und hab halt ein bisschen variiert. Okay, würdet ihr sagen, Nuke eine eurer stärksten Maps oder sagst du so eine Map, die wir nur spielen, wenn das Map-Veto das hergibt? Generell haben wir Nuke noch nicht so viel trainiert oder ein, zwei Mal besprochen, aber wir spielen sie trotzdem eigentlich sehr gern, also es läuft drauf, obwohl wir nicht so viele Sachen haben. Oder vielleicht doch, wer weiß. Okay, würdest du da sagen, die aktuellen Veränderungen, also Außen-Catwalk weg, der Schacht ein bisschen verändert, sind das so Dinge, die Nuke jetzt ausgeglichener gemacht haben? Oder würdest du sagen, sie wird durch die Veränderung wieder CT-lastiger? Ich habe heute zum ersten Mal Nuke gespielt. Ich musste mir noch alles angucken, was alles verändert wurde. Okay. Ich habe das auf den Screenshots gesehen, aber ich war noch ein bisschen verwirrt. Okay. In der Scout-Runde zum Beispiel, da wollte ich, keine Ahnung, wollte ich Rampe helfen und was weiß ich. Also, und bist ein bisschen in den Schacht rein, okay. Okay, alles klar. Das ist interessant, weil das nenne ich mal einen Einstand. Und genau, Blade for Fame, hast du noch eine Frage? Ja, auf Inferno habt ihr ja die zweite Halbzeit einfach komplett flawless gewonnen. War da zu irgendeinem Zeitpunkt auch irgendwie ein bisschen Angst dabei, dass ihr da dann wieder das Momentum verliert? Nö, eigentlich gar nicht, weil wenn sie eine Runde holen, dann versuchen wir natürlich die darauffolgenden zu holen, dann haben sie halt wieder eine Eco. Und dann sind sie halt wieder in demselben Strudel drin, wie sie vorher drin waren. Also generell haben wir eigentlich nie Angst, dass wir das Momentum verlieren. Okay, also würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das Interview. Auch mal für die Einblicke, dass du zum ersten Mal Nuke mit den neuen Änderungen gespielt hast. Hätte ich jetzt nicht gedacht nach der Performance, aber läuft. Und grüß auf jeden Fall die Jungs von mir. Starke Leistung, schöner Einstand in die Liga. Und dann wünschen wir euch noch viel Erfolg für die weitere Season für euch, ne? Jo, danke. Alles klar. Danke. Schönen Abend noch. Jo, ciao. Also, okay. Das, liebe Leute, war Syrson von Alternate Attacks. Alle Infos findet ihr hier auf dem Bild, das ihr dort sehen könnt. Ja? Zum Beispiel sein Twitter-Account müsste das sein, ne? Da ist er, glaube ich, aber auch nicht so aktiv drauf. Ja, Blade for Fame, ich danke dir für den heutigen Tag. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ich hoffe, euch zu Hause hat es auch Spaß gemacht. Die letzten Worte gehören dir, denn wir sind für heute Abend durch. Ich denke, wir gucken gerade noch mal auf die Coverage, bevor ich dir jetzt die letzten Worte übergebe. Ja, ne? Machen wir. Ne, machen wir noch mal. Aktualisieren das Ganze auch mal und schauen.